Ach, London, was für eine Stadt. In jedem Winkel steckt Geschichte und ein Tourist, der sie fotografiert. Pubs servieren ein Pint und ein Lächeln. Und die Musik, Theater, die Kunst. Multikulturalität. Und die älteste U-Bahn der Welt, die Tube. Eine erstklassige Stadt, erste Sahne. Sie aufzubauen dauerte nur 12.000 Jahre und nur eine Nacht, sie einzureißen. Ein schöner Hologramm. Wie ist der Status? Barrierensicherheit ist aus, aber viele deiner fliegenden Freunde sind hier. Verdammte Scheiße. Dorthin, die Zeit drängt. Ja, Ma'am. Ich finde sogar dieses Atmen immer noch synchronisieren. Bin drin. Weißt du, womit wir es zu tun haben? Wärst du nicht davon gestürmt, vielleicht? Nie daran gedacht, diese Dinge den Behörden zu überlassen? Ernsthaft, Bagley? Die Regierung wird uns eher wegen Hilfeleistung verhaften, als mal was Nützliches zu tun. Wir sind auf uns gestellt. Vorsicht, Dorton. Bagley, ist da Besorgnis in Sabines Stimme? Klasse, den Computer über Gefühle befragen. Das erklärt einiges. Klappier 2 und an die Arbeit. Da ist sie. So, da starten wir mal Watch Dogs. Schauen wir, wie es ist. Ich hätte gerne einen Kreis. Okay, ducken. Barrieresicherheit reaktiviert. Südlicher Eingang gesichert. Ihre Profile sind stark verschlüsselt. Nichts, woran man sie identifizieren könnte. Ja. Ah, Geister im System. Das tat dir mehr weh als mir. Okay. Mit dem linken Triggerstick können wir uns ducken. Sehr schön. Interagieren, dann kannst du es auch überall hin. Okay, okay. Tu uns einen Gefallen und sei leise, Dorton. Wenn sie mich nicht erschießen, erschieße ich sie nicht, okay? So, vom Spiel aus war schon sehr flüssig. Achtet aufs kleinste Detail, Leute. Verstanden. Ach, wir müssen hier drüber springen, okay. Tisch hin. Sehr schön. So, jetzt sind wir unten. So. Ja, komm, stehen bitte noch mehr, meine Sinne. Sicherheitstunnel, okay. Okay, da müssen wir dort hinter wahrscheinlich. Also, sozusagen hier langlaufen. Uha, das ist also eine gute Sinne. So. Falle scharf machen. Das gefällt mir auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, das, keine Ahnung, das ist so bitter, dass man das wirklich alles so hacken kann. Aber fetzt auf jeden Fall. Wenn ihr mal Glück gehabt hier. Falle scharf machen. Trifft mich das dann auch, wenn ich jetzt reinlaufe? So, hier geht's die Treppen hoch. Schönes Rumstehen. Aber muss sagen, das wird mal ein schönes Spiel, mal ein bisschen Abwechslung. Sagt mal über schöne Sachen. Ah, kürbisch, okay.
Die haben hier jede Menge DedSec-Zeug. Was glaubst du wohl, warum? Was? Wie haben sie das denn in die Finger bekommen? Das ist entspannt. Keine Ahnung. Aber jemand möchte, dass es so aussieht, als sei DedSec hier gewesen. Kommen wir gleich rüber. Shit. Du musst verflucht vorsichtig sein, Dalton. Wer sind diese Typen in Schwarz überhaupt? Nicht zu identifizieren. Ich nehme an, das ist Absicht. Feuerwerk. Ja. Ablenken, ja. Leck mich doch. Hier sind überall Sprengladungen. Himmel, dieser Kanister. Buckley, ist das... RDX-Stickstoff. Ja. Genug, um das Parlament dem Erdboden gleich zu machen. Findest du den Zünder, Buckley? Eventuell. Da ist ein Gerät, das verdammt viele verschlüsselte Daten aus dem Stockwerk über dir streamt. Das passt. Bin unterwegs. Wir machen einen Fallerschlag machen. Muss auf jeden Fall ganz schön reingehen, ja. Wer hat mir das geschickt? Also durch. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Muss mal hacken, der ist tot. Den können wir erstmal kurz, Scheiße. Was? Jemand ist verletzt! Die Birne. Sind noch beschäftigt. Boah, schön, okay, Nahkampf. Nee, gib mir nicht so einen Kekse. Rund um die Bomben haben sie DedSec-Propaganda hinterlassen. Diese Wichser wollen das Parlament sprengen und es uns anhängen. Daraus wird nichts, wenn du zuerst beim Zünder bist. Malaysion. Hackbar. Bugley, ist das nicht der Zünder? Nein, das ist ein Sender, der ein Signal an ein Gerät in der Ebene über uns sendet. Höchstwahrscheinlich ist das der Zünder, den wir suchen. Kann das kurz drücken. Okay. Was ist hier das noch Schönes? Ne, ich bin so mal hergekommen von der Seite. Öffnen. Ne, das wird los, du bist. Oder so. Direkt im Unterhaus. Wer diese Männer in Schwarz auch sind, sie müssen Eier haben, sie mitten in der Regierung zu platzieren. Okay, da zeigt er alles an. Ist immer so gut, wenn man alles scharf macht. Okay, das dauert ein Stück, bis man die scharf machen kann. Machen die was mal alles scharf. Sicher ist sicher. Nicht tödlicher Sprengsatz. Irgendwas, was wir hacken können. Ich sag schon, die war's mal alles scharf. Weil, wenn die so viele Fallen haben, kann ich mir vorstellen, dass da irgendwas passieren wird. Haben wir irgendwas auf der Seite? Gut. Interagieren wir mal. Hab den Zünder gefunden. Er ist definitiv scharf. Buckley, ich werde hier Hilfe brauchen. Ja, richtig. Aber ich bin ausgesperrt. Fuck.
Ohne Bagley haben wir keine Chance. Wartet, ich habe eine Notlösung. Wir haben sowas trainiert beim MI5. Du bist wirklich der Hammer. Beeil dich damit. Gut, Bagley, mach dein Ding. Bin dran. Und die Bomben wurden gerade scharf gemacht. Tja, das könnte kompliziert werden. Scheißdreck. Kannst du sie entschärfen? Klar kann ich das. Oder ich löse noch eine Ausfallsicherung aus und jag dich hoch. Sei gewarnt. Du solltest mit ein wenig Aufmerksamkeit rechnen, Dalton. Oh, da werd ich drauf. Besuch an der Hintertür. Geht das leider schon Sache hier in der ersten Mission. Dalton, wir kriegen hier im HQ Besuch. Wie lange brauchst du, Bagley? Hängt davon ab, wie oft du mich befragen nervst. Alles klar, Leute. Augen auf, Waffen raus. Hier geht's gleich rund. Also, ihr braucht doch gehört, Schätze, hä? Fuck. Du, hä? Gut, dass ich meine Fallen scharf gemacht habe, hä? Sie sind da. Ich halte sie auf. Kann nicht weit sein. Sehen wir uns mal um. Fuck. Was Neues, Bagley? Sagen wir einfach, ich bin sowohl beeindruckt als auch verärgert, wie ausgefeilt diese Eingriffssicherung ist. Ich arbeite daran. Augen auf. Wenn sie jetzt gedrückt haben, einfach sprengen oder macht er das automatisch? Ich hab Sperren gedrückt, scheiße. Ich hab gedacht, springen. Bagley, sag mir, dass du nah dran bist. Ich bin durch die Sicherheitsvorkehrungen und arbeite mich jetzt durch die Terabytes von Lockvogelcode auf der Suche nach der Zündersequenz. Jawohl. Die Waffe hat sie jetzt aufgenommen. Jawohl. Das war ein Heady, der hat gesmackt. Hey, du hast keine Chance. Hey, du hast ihn nicht verloren. Oh ja, der hat gesessen. Na, das schmeckt. Oh, MP5 am Ohr. Jawohl, jawohl. Sogar Minen haben wir noch. Ein Problem, Dalton. Ich brauche deine physischen Anhängsel. Sofort. Ja, die gibt's jetzt, ne? Das ist schon gut. Was ist? Links befinden sich drei Einschübe. Auf jeden Fall. Einer davon ist der Empfänger. Du musst den Leiterdraht ziehen. Willst du mich verarschen? Nein, will ich nicht. Zieh den Draht. Wenn mich das hochjagt. Bomben entschärft. Na, das war doch nicht so schlimm, oder? Bagley, du Mistkerl. Ich hatte fast einen verdammten Herzinfarkt. Hey, was zum Geier sehe ich da gerade? Offenbar ist das Parlament nicht das einzige Ziel. Weitere Bomben wurden eben aktiviert. Zieh her, Bagley. Scheiße, wir müssen die Leute warnen. Die Orte müssen evakuiert werden. Sie sind in ganz London verteilt. Wir haben keine Zeit. Aber meine Schwester ist bei der Toran-Konferenz. Wir müssen etwas unternehmen. Also diese Schildkröte im Gesicht. Ich habe einen Sender auf dem Dach entdeckt, der ein Signal an die anderen Bomben sendet. Wenn du ihn erreichst, kann ich alle abschalten. Sabine! Oh fuck! Dalton, sie haben uns! Los, aufs Dach! Als wohl zum Sprinten. Die Munition nehmen wir mal kurz mit. Ein bisschen shoppen müssen wir noch. Sabine, was ist los? Wir werden überfallen. Das reinste Blutbad. Das Protokoll muss alles gelöscht werden. Auch Bagley. Ich brauche ihn für den Sender. Ich weiß. Aber wenn sie ihn kriegen, haben sie alles. Namen, Operationen, Positionen. Okay, dann mache ich's auf die altmodische Weise. Löschen. Ja. Ja, okay, dann sowas runterladen können. Na los, Sabine, und dann verschwinde da! Oh, fuck!
Okay. Bagley ist aus. Ich kann checken. Du bist auf dich allein gestellt. So, das ist okay. Dorten, wenn das... Wird es schon nicht. Wir sehen uns am Treffpunkt. Versprochen. Viel Glück. Das sind halt auch Gegner, aber wir leben danach. Lädt er automatisch nach? Dann? Oder wie ist das hier? Warte mal. Ah, Dreieck ist nachladen. Okay. Ist auf jeden Fall ungewohnt, dass so eine ganze Zeit ein Shooter gespielt hat, der linke Stick nicht sprinten ist. Das ist ja jedes Mal offen. Das ist ein Bonden-Ei. Und so eine riesen Antenne hier drauf. Es ist einfach, den Pin so einzugeben. Was? Nein. Goldschimmer, Sortenwolf. Ich bin Alter. Wer zum Teufel seid ihr? Oh, du glaubst immer noch, du rettest London. Ich fürchte, das wird nicht passieren. Du hilfst uns. Bei einer wichtigen Aufgabe. Wichtige Aufgabe? Das Töten tausender... Jawohl. Genau. Um die Welt zu retten. Du weißt, dass es schon immer Opfer gab. Die Pest, das große Feuer, der Blitzkrieg? Nicht sehr schön. Aber Zerstörung ist immer die Heilung. Und sie beginnt heute. Zero Day. Jawohl. Zeit für einen Neustart. Oh mein Gott. Explosionen, drei Orte in London. Die Bevölkerung wird gebeten, zu Hause zu bleiben, bis die Situation wieder unter Kontrolle ist. Die Zahl der Opfer wurde noch nicht offiziell genannt. Es wird aber davon ausgegangen. Haben sich heute Abend Menschen zu Mahnwachen versammelt, um den Verlust tausender Familien und unserer ganzen Stadt zu betrauern. London setzt jetzt alles daran. Pressekonferenz in der Downing Street, bei der Nigel Cass, CEO des privaten Militärunternehmens Albion, die Sicherung Londons übertragen wurde. Cass schwor, Dead's Acting festzumachen. Die Terrorgruppe, die ihn für den Machtdemonstrationen nutzte, Albion modernste KI-Systeme und autonome Drohnen, um die verbliebenen Mitglieder von Dead's Act zu jagen. Eine Warnung an potenzielle Aufrührer. Die Unternehmens melden Rekordprofite dank erhöhter Effizienz in Produktion und Vertrieb, die durch ursprünglich für Sicherheitszwecke entwickelte Technologien erreicht werden konnte. Der positive Trend. Die Zahl der Verbrechen ist stark am Sinken. Glücksspiel, Drogenhandel und Prostitution gehen zurück, seit die Anführer von 4 der 5 größten Verbrecherkartelle Londons angeklagt wurden. Das ist schön die Straßen in Camden und Brixton. Albions Mandat wurde von Seiten der Regierung unbefristet verlängert und das Leben normalisiert sich allmählich. Ausgangssperren und Reisebeschränkungen wurden dank Square aktuell nicht Schauplatz größerer Aufstände. Die Gerüchte in den sozialen Medien werden ausländischen Kräften zugeschrieben. Albion hat die wenigen Stimmen. Vor dem Umlauf von Fake News warnte, wurden im Internet kursierende Verschwörungstheorien der Terroristengruppe DeadSec seien die Anschläge nur angehängt worden, klar zurückgewiesen. Wir konnten nicht einen Londoner finden, der diese Behauptung vor der Kamera wiederholen wollte. Das ist sogar meine Stadt auch umpullen.